Shalom Aleichem. Steht geschrieben in die Gemara, Deile Chakima Birmisa. Ein weiser Mensch reichte mir einen Hinweis, ein Zeichen, ein Merkmal. Veshatia Bekurmisa. Aber ein Dummer, ein Sturer, ein Axt, ein Schlag. Das heißt, ein kluger Mensch versteht durch einen Hinweis, wenn man ihm etwas zeichnet, er spürt schon. Die Sache ist die, ein Mensch lebt 70, 80 Jahre in dieser Welt. Und er fragt, was, Hashem, sprich nicht mit mir? Die Antwort lautet, er spricht. Hashem ist Chacham, Hashem ist Weise, Chacham Arasim. Und du musst auch Chacham sein, du musst auch lernen, die Hinweise. Hashem spricht mit dir. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam shekinah bedvarim. Ja, wo spricht er mit mir? Ja, er spricht mit dir durch die Hinweise. So wie steht geschrieben in die Tehillim, Kapitel 62, 12. Achas diber Eloikim, steimzu shomoti. Eins hat Hashem gesprochen, zwei habe ich gehört. Wenn einer will sich am Leben leiden, sparen, soll er lernen die Sprache von dem Hinweis. Dann braucht er keine Kurmisa, dann braucht er keine Strafe. Auch die Sprache von den Ohavim, von den Menschen, die sich lieben, die sich jahrelang miteinander, das ist auch eine Sprache von Hinweis. Man versteht ein Zeichen, was man will, genau, was man nicht will. Man spürt dem anderen. Man spürt in die Augen, was der andere schon meint. Auch wenn er das nicht sagt, woher weißt du? Ich weiß. Einmal in Brisk ist gekommen ein armer Mann zu Reb Chaim von Brisk. Und er hat ihn gefragt, ob es ist erlaubt, am Pesach anstatt 4 Becher Wein zu trinken 4 Becher Milch. Hat Reb Chaim gesagt, seine Frau soll ihm geben Essen und Trinken und Wein und Matzes für den Yontef. Weil wenn er fragt über Wein, über Milch, hat er nicht was zu essen, weil am Pesach isst man doch auch Fleisch. In Jiddisch sagt man, ein Kluger versteht von einem Wort zwei Wörter. Das heißt, ein kluger Mensch versteht von einem Wort zwei. Das sind die Zeichen. Deshalb sagt Rabbi Shimon bar Yochai, Raiti b'nei Aliyah ve'en Muatim. Ich habe gesehen, Leute, die leben in dem zweiten Stock, aber wenig Leute. Die meisten Leute leben im ersten Stock. Sie wollen alles klar, kipp und klar. Aber die meisten, die haben schon Sechel, b'nei Aliyah, so wie Me'arat Machpela, Hölle Machpela. Das sind vier Paare, die haben verstanden die zweite Sprache. Auch am Rosh Hashanah, am Neujahr, isst man verschiedene Simanim, Hinweise, Merkmale, Apfel und Honig, um zu sagen Hashem, ja, wir haben schon verstanden, wie geht das auch mit dieser Sprache. Es ist sehr süß, dass bei einer jüdischen Hochzeit nur der Mann ist aktiv. Die Frau schweigt. Er sagt, Areat mekudeshet li betabaat zu, kedat Moshe wie Israel. Mekudeshet, sie sagt gar nichts. Später beim Brechen dem Glas, im eschkachech Jerusalem, tischkach Jemeni, sie sagt gar nichts. Viele Leute fragen, ja, wo ist das, Männer, Frauen? Aber jetzt versteht ihr dem Geheimnis. Die Frau sagt ihm, du kannst reden. Ich bin schon in zweiter Sprache. Ich bin schon mit 12 erfahrener geworden und ich lese die Hinweise. Deshalb, einmal ist gekommen ein Mann zu seinem Rabbi. Er hat gesagt, dass er datet mit einem Mädel. Schon dreimal. Sie ist klug, sie ist schön, gute Familie. Aber sie lacht nicht. Ich erzähle sie Witzen, sie lacht gar nichts. Sagt der Rabbi, nicht gut. Ihr Herz ist zu. Wenn jemand lacht nicht von dir, liebt er nicht, dir nicht.
Und er hat ihm gesagt, es ist keine kluge Sache, mit ihr zu heiraten. Er hat gesagt, warum? Der Rebbe hat ihm erklärt etwas sehr Interessantes. Wir sagen, Simantov und Mazaltov. Simantov und Mazaltov. Mazaltov wissen wir, gutes Glück. Simantov heißt gute Zeichen. Es reicht nicht, dass du hast nur Mazaltov. Es muss auch sein Simantov, einen guten Hinweis zu verstehen. Das alles sage ich heute, um zu bedanken, alle Leute, die uns in der letzten Zeit helfen, unterstützen, zu machen Kiddushim für die Torah-Rolle, zu helfen, Menschen zu machen, auch jetzt am Chanukka, Latkes und Kreppel und Essen. Vielen Dank an alle großzügigen Menschen, die verstehen, auch mit Hinweis zu geben. Ein tiefen Danke von tiefstem Herz. Eure Zchut, euer Verdienst ist groß, dass ihr teilt die Torah lernen, eine Brücke zwischen Kulturen und Werbung von Hashem in dieser Welt. Vom Himmel, eure Belohnung ist doppelt. Und Entschuldigung an alle, die ich nicht genug Zeit und Möglichkeit euch zu antworten persönlich für jeden und zu melden. Nimm dieses Video jetzt vor Shabbat als Hinweis, als Merkmal, dass alles, was ihr tut, ihr macht, ihr schreibt, und Hashem sieht das und wir sehen das auch, aber die Hauptsache, ihr macht das für euch selbst, weil das ist die Hinweis, Deile Chakima Birmisa, reicht der Kluger dem Hinweis. Und Leshatia Kurmisa. Und der Dummer bekommt einen Schlag. Dann beginnt er zu verstehen. Daniel schreibt in Kapitel 9, Velo shamanu lavadecha nevim. Wir waren nicht klug zu verstehen dem Hinweis. Schade. Lass uns Hashem helfen, dass wir sofort dem Hinweis verstanden. Verstanden? Shabbat Shalom.